Lokführer streiken schon wieder. Unfassbar. 5 Tage Bahnchaos ab Donnerstag. Das war die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 30. August 2021. Ist es wirklich unfassbar, wenn eine Gewerkschaft streikt? Und warum Bahnchaos? Immerhin ist es ja vorher bekannt, welche Züge ausfallen und nur etwa 2/3 des Angebots sind überhaupt vom Streik betroffen. Bahnchaos assoziiere ich mit verspäteten oder ausgefallenen Zügen, verpassten Anschlüssen oder umgekehrter Wagenreihung. Schauen wir uns doch einmal etwas sachlicher an, was dran ist an den Vorwürfen gegen Deutsche Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Hallo, mein Name ist Matthias Jakobs und ich bin Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Bucerius Law School. Gleich wie man dazu steht, der aktuelle Streik der GDL ist eine schöne Gelegenheit, darüber zu sprechen, warum es Streiks überhaupt gibt, wann ein Streik rechtmäßig ist, ob die große Betroffenheit der Allgemeinheit dafür eine Rolle spielt, was das für den aktuellen Streik bedeutet, warum der Konflikt zwischen Bahn und GDL derzeit so eskaliert und wie es jetzt weitergeht. Warum gibt es Streiks überhaupt? Warum es Streiks gibt, ist einfach zu erklären. Können sich die Tarifparteien in Verhandlungen nicht einigen, muss es einen Streitlösungsmechanismus geben, damit die gewerkschaftlichen Forderungen von der Arbeitgeberin nicht lediglich als kollektives Betteln abgetan werden können. Das historisch gewachsene Mittel dafür ist der Streik, die Zurückhaltung der eigenen Arbeitsleistung. Der gegnerische Wille darf durch Ausübung von Druck gebeugt werden. Streiks garantieren damit typischerweise das Zustandekommen und die inhaltliche Ausgewogenheit von Tarifverträgen und sind deshalb für eine funktionierende Tarifautonomie unverzichtbar. Übrigens steht auch der Arbeitgeberseite ein Arbeitskampfmittel, nämlich die Aussperrung, zur Verfügung. Wann ist ein Streik rechtmäßig? Das Streikrecht ist heute zwar verfassungsrechtlich und völkerrechtlich geschützt, an eine einfach gesetzliche Regelung hat sich der Gesetzgeber bislang allerdings nicht herangewagt. Das Bundesarbeitsgericht hat deshalb im Wege richterlicher Rechtsfortbildung Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit ein Streik rechtmäßig ist. Ich möchte hier die 3 wichtigsten nennen. Der Streik muss auf ein tariflich regelbares Ziel gerichtet sein, also darauf, Arbeitsbedingungen wie die Vergütung, die Arbeitszeit oder den Urlaub zu vereinbaren. Unzulässig sind politische Streiks oder solche, die darauf zielen, eine unternehmerische Entscheidung zu beeinflussen. Der Streik darf außerdem nicht gegen die Friedenspflicht verstoßen. Sie verbietet den Tarifparteien, den Bestand und den Inhalt eines bereits bestehenden Tarifvertrags während seiner Laufzeit durch einen Streik in Frage zu stellen. Schließlich muss der Streik verhältnismäßig sein. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll nach der Rechtsprechung die tragende Säule des Arbeitskampfrechts sein. Praktisch ist ein Streik an ihm allerdings noch nie gescheitert. Das liegt daran, dass das Bundesarbeitsgericht der Gewerkschaft bei der Erforderlichkeit des Streiks einen sehr weiten Einschätzungsspielraum zuspricht und die Prüfung der Angemessenheit, bei der die vom Streik betroffenen Grundrechte gegeneinander abgewogen werden sollen, nur als Exzesskontrolle versteht, weil das Wesen des Streiks gerade darin bestehe, durch Zufügung wirtschaftlicher Nachteile Druck auszuüben. Mit anderen Worten, die Gewerkschaften müssten es schon sehr übertreiben, damit ein Streik unverhältnismäßig wäre. Spielt denn die Betroffenheit der Allgemeinheit keine Rolle? Nein, nicht nach geltendem Recht. Zwar wird darüber nachgedacht, ob Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge zusätzlich beschränkt werden müssen. Zu denken ist etwa an Vorankündigungsfristen für Streiks, an Abkühlungsperioden nach Tarifverhandlungen oder an die Pflicht zur Durchführung eines vorherigen Schlichtungsverfahrens mit einem neutralen Dritten. Solche Vorschläge haben bislang aber weder beim Gesetzgeber noch bei den Arbeitsgerichten Gehör gefunden. Ich wage im Übrigen zu bezweifeln, dass sie im Konflikt zwischen Bahn und GDL weiterhelfen würden. Was bedeutet das für den aktuellen Streik? Vor dem geschilderten Hintergrund ist der aktuelle GDL-Streik rechtmäßig. Insbesondere handelt es sich nicht um einen illegitimen politischen Streik, wie man teilweise lesen kann. Die GDL kämpft vielmehr um klassische tarifliche Inhalte wie eine Lohnerhöhung, eine Corona-Prämie oder eine bessere Betriebsrente.
Es gibt für diesen Streik und für künftige Streiks auch erst einmal keine zeitliche Begrenzung. Und die große Betroffenheit der Allgemeinheit macht den Streik ebenfalls nicht rechtswidrig. Warum eskaliert der Konflikt zwischen Bahn und GDL derzeit? Die Frage ist ebenfalls einfach zu beantworten. Dazu muss man wissen, dass es bei der Bahn zwei Gewerkschaften gibt, die miteinander konkurrieren. Neben der GDL noch die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Seit 2015 gibt es außerdem das Tarifeinheitsgesetz, das besagt, dass in jedem Betrieb nur noch der Tarifvertrag der Gewerkschaft anwendbar sein soll, die die meisten Mitglieder im Betrieb hat. Auf dieser Grundlage wendet die Bahn seit Anfang des Jahres Tarifverträge der GDL in zahlreichen Betrieben, in denen sie die EVG in der Mehrheit glaubt, nicht mehr an, obwohl sie das dafür vorgesehene gerichtliche Verfahren zur Zählung der Mitglieder nicht eingeleitet hat. Das ist schon eine krasse Kampfansage an die GDL, die sich nun wehrt und mit Blick auf zukünftige Gerichtsverfahren, in denen die Zahl der Mitglieder ermittelt werden soll, um Mitglieder und damit auch um ihre Existenz kämpft und dafür sogar ihre Zuständigkeit über das Zugpersonal hinaus ausgeweitet hat. Es ist eine alte gewerkschaftliche Binsenweisheit, dass man Mitglieder am besten gewinnt, wenn man wie gerade die GDL streikt und engagiert für deren Interessen kämpft. Das ist völlig legitim und wird durch kein Gesetz und auch nicht durch die Verfassung verboten. Wie geht es nun weiter? Ich weiß es nicht. Eins steht für mich allerdings fest: Der Streit lässt sich juristisch nicht lösen. Er muss am Verhandlungstisch beigelegt werden. Und dafür müssen beide Seiten aufhören, sich gegenseitig in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und der Gegenseite unlautere Motive und Methoden zu unterstellen. Gefragt ist ein echter Dialog hinter den Kulissen, abseits von Kameras und sozialen Medien. Für Bahn und GDL gilt also miteinander sprechen und verhandeln, aufeinander zugehen, Kompromisse schließen. Für uns gilt gelassen bleiben. Jeder, der über streikende Lokführer schimpft, sollte sich nämlich überlegen, dass sich seine Arbeitsbedingungen möglicherweise ebenfalls nach Tarifverträgen richten, die durch Streiks erzwungen worden sind oder hätten erzwungen werden können. Dass wir uns manchmal über Arbeitskämpfe ärgern, ist der Preis, den wir für eine funktionierende Tarifautonomie zu zahlen haben.